Herzlich willkommen auf unserem Kanal Auswanderer Türkei. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie geht es Heike im Krankenhaus in Deutschland und was ändert sich hier in der Türkei ab sofort in Bezug auf Corona. In beiden Fällen sind die Nachrichten positiv. Also, wenn euch diese Nachrichten auch gefallen, dann macht bitte einen Daumen nach oben. Heike hat uns eine Videobotschaft aus Deutschland geschickt und möchte gern, dass sich das alle Zuschauer unseres Kanals ansehen. Hallo, hier ist eure Heike aus den Auswanderern aus Siedlung. Ich wollte mal kurz ein Statement abgeben. Ja, mir geht es, heute ist der 13. Tag nach der Operation. Mir geht es sehr gut, ich habe seit Tagen keine Schmerzen mehr. Mache Fortschritte mit der Physiotherapie. Nächste Woche geht es nach Husum und dann geht es ab zur Reha. Und von dort aus wird dann die Grundversorgung bzw. eine Prothesenversorgung für beide Füße gemacht. Und damit hoffe ich, dass es dann schnell laufen wird. Ich möchte natürlich schnell nach Hause wieder. Ganz klar. Ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und wünsche euch bis dahin alles Gute. Eure Heike aus Siedlung. Endlich einmal gute Nachrichten aus Deutschland. Etwas anderes als zu kämpfen bleibt uns ja auch nicht übrig. Die türkische Regierung hat gestern ein Statement zu Corona abgegeben. Die Pandemie soll nicht mehr Hauptthemenpunkt des politischen und gesellschaftlichen Alltags sein. Es werden nur noch Menschen mit Erkältungssymptomen getestet und es gibt keine Kontaktverfolgung mehr. Ja, das nenne ich mal positive Nachrichten. Das bedeutet ganz klar, dass man hier endlich ein Ende der Pandemie sieht. Wenn ihr weiter an Videos interessiert seid aus der Türkei, hier vor allem rund um Siede, dann lasst ein Abo da und vor allem den Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede.